Man muss nicht ständig Druck bei den Mitarbeitern erzeugen. Die helfen einem nämlich. Die wissen genau, okay, ich muss meinen Kopf jetzt für etwas hinhalten, was die verzapft haben, im positiven wie im negativen Sinne. Und da unterstützen sie mich. Also die wollen auch mit mir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das ist das Schöne daran. Also was ich denen gebe, können sie mir dann auch halt geben. Ich bin Olli Stelzel, ich bin Projektleiter hier in Kiel und habe hier vor über 18 Jahren angefangen. Ja, schon ein richtiges Urgestein bin ich, ein Team zu führen, wirklich die einzelnen Personen zu führen, die wirtschaftlichen Komponenten des Projekts im Blick zu haben, um halt für die Capita entsprechend halt auch den Umsatz zu generieren und zu guter Letzt auch den Kunden zufriedenzustellen mit den Kennzahlen, die er uns vorgibt. Das sind so die drei Basisaufgaben, die ich zu erledigen habe. Wie ich da rangehe, da muss man dann auch zum einen dickes Fell haben, aber sich auch Humor aneignen. Und den habe ich zu einem Großteil. Ich glaube, ich bin der, der am meisten Blödsinn auch im Projekt macht. Und das schweißt natürlich auch zusammen. Also ich merke auch ständig, wenn ich mich mal zurückziehen muss, in einem Büro bin, vielleicht mit wenigen Leuten, dass mir das nicht so gefällt, weil ich einfach auch nicht diesen Kontakt mit Mitarbeitern habe, auch wenn es nur Smalltalk ist. Aber man kommt einfach viel mehr ins Gespräch. Dieser Werdegang hat mir selber natürlich sehr viel geholfen, auch jetzt in der Projektleitung, den Menschen zu beobachten, wie kann ich mit ihm arbeiten, was bewegt ihn und wie schafft er auch Vertrauen zu mir. Das ist mir gelungen, das höre ich immer wieder in Gesprächen und das ist ein Erfolg, den ich für mich verbuche, neben diesen Kennzahlen, die man immer haben kann. Aber wenn Mitarbeiter zu mir Vertrauen haben, dann habe ich für mich genau das erreicht, womit ich auch abends in den Spiegel gucken kann.